Nach den Plänen der Bundesregierung sollen offenbar europäische Zentralbanken ihre Schatullen öffnen, um die Feuerkraft des Euro-Rettungsschirms zu erhöhen. Obama ruft eine Woche vor Ablauf der Frist für die Anhebung des US-Schuldenlimits zu einem Kompromiss auf. In seiner Rede an die Nation warnte der Präsident vor einer schweren Wirtschaftskrise. Und Sie wollte ich fragen, wie geht's Ihnen eigentlich so? Also ich muss sagen, mir selber geht es hervorragend. Es muss mir gut gehen. 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass uns der ganze Laden im Ohr. Es bauen sich schon wieder neue Finanzblasen auf. Wir sind nach wie vor auf dem falschen Weg. Wir haben bislang noch überhaupt nichts gelernt. That's why we took action today to try to head that off. The problems, however, are originating in the rest of the world, partly in Europe, but also partly in the imbalances in the world economy between the East, China and other countries in Asia, and the West, the United States. These problems have been with us for 15 years and they have not really been tackled. Fest steht, die Krise wird sensationell gemanagt, unsere Bundesregierung, sehr professionell. Wann ist eine Krise jemals derart professionell gemanagt worden, meine Damen und Herren? Ich würde sagen, bei dem Management hat die Krise eine Riesenkarriere vor sich. Zum letzten Mal also Yorgos Papandreou auf dem Weg in den Kabinettssaal. Policy indecision and political dysfunction, her language from Washington. The vicious cycle is gaining momentum. Also es geht ja momentan gerade darum, dass ein Liquiditätsengpass ist, ja? Das heißt nicht, dass nicht kein Geld da ist, sondern dass das Geld eben einfach nicht fließt. Die Bankenkrise ist entstanden. Instrumente der Demokratie sind zum Beispiel Demonstrationen, sind zum Beispiel Informationen, sind zum Beispiel einfache Gespräche mit dem Nachbarn. Das ist alles Teil der Demokratie. Ich bin Psychotherapeut und heute sieht meine Tätigkeit so aus, dass ich zu 80% Leute behandle, die im Arbeitsprozess kaputt gemacht werden. Das hat was mit dem Kapitalismus insgesamt zu tun. Es sind nicht nur die Gierigen, deine Denker, es sind genauso die Gierigen, deine Wetzbosse. Unsere bayerische Verfassung, der Artikel 157. Dieses System ist das falsche System. Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner. Und in diese Richtung müssen wir gehen. Dankeschön.